Dann würde ich mal sagen, auf geht's, Boss Time. Jo. Ist ja nicht so, dass sie sich da noch durchquetschen könnte, ne? Ja. Und da haben wir Thorn. Meine allerliebste Schwester. Du weißt nie, wenn du nicht willkommen bist. Ah, meine kleine Cameo. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du mich besiegen kannst, oder? Ich werde dir einen Rat geben. Eine Kerze, die zweimal so hell leuchtet, brennt nur halb so lange. Du hast uns ja bereits alle erleuchtet. Bereite dich auf dein Ende vor. Ich habe noch nicht einmal angefangen zu brennen, aber wenn ich entflamme, wird von dir nur noch Asche übrig sein. Wie geistreich. Jetzt weiß ich, warum Tena dir die Macht gegeben hat, anstelle dieses erbärmlichen Abklatsches einer Elfe neben mir. Wie kannst du es wagen? Ohne mich wärst du überhaupt nicht hier. Du hast die Gutgläubigkeit von deinem Vater geerbt. Du bist nicht einmal die Mühe wert, dich zu töten. Aber Cameo hat den Makel Solons offenbar nicht geerbt. Sei nicht respektlos zu meinem Vater. Er liebte mich. Sei still. Das Reich der Elfen ist Vergangenheit. Und das Licht der Technologie wird wie ein Signalfeuer leuchten. Und die Flammen werden das Alte und Überkommene verzehren. So, haben sie genug? Ja. Gestritten wie sein altes Ehepaar. Ja, haben sie. So, das ist unser Thorn. Wir haben unseren guten Termite. Und mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Nur gut ausweichen. Was ihr Problem ist, alles drum und dran, ich habe keine Ahnung. Ja, normalerweise einfach nur ab und zu mal die normalen Viecher mal so einen kleinen Knallfrosch oder sowas mal hinschmeißen. Das andere ist es nicht. Man sieht halt auch, wie er gerade im Leben ein bisschen zumindest abnimmt. Keine Ahnung, was der ihre Rolle hier in dem Fight ist, ehrlich gesagt. Und schlussendlich stärkt sie ihn ja. Weil sie ihn ja gerufen hat. Ach so. Oh ja. Es gibt ja so eine kleine Cutscene, dann kriegt er, glaube ich, seinen Hammer oder was das ist. Oder sein Morgenstern. Oder auch nicht. Nee, das war ja später, ja. Ach, jetzt fängt er erstmal an, hüpfi-hüpfi zu machen. Ist ein kleines Häschen mutiert. Ja, trotzdem hat man genug Zeit, da eben halt trotzdem Schaden zu machen. Darum, man kann noch ein bisschen Schaden einstecken. So viel macht er jetzt nicht. Er macht Schaden, ja, aber halt nicht so viel wie jetzt, wo man sagen müsste, ja. Ist jetzt schon ein krasser Boss, muss man mal sagen, vom Schaden her. Meinung? Ja. So. Wie gesagt, wir sind doch durch den Schild, durchs Rollen halt mega schnell. Manche Sachen halt kann man, was heißt predicten? Ich habe da gerade mehr Glück als Verstand in dem Moment, dass die halt genau immer dahin fliegen, springen und was auch immer, wo ich gerade aus Versehen hinschieße.
Oh, dann kriegt er hier ein paar Dinger wieder vor Füße gepflanzt. Eigentlich schon traurig, ne, dass der Bossfight, der finale Bossfight mit Gefühl gerade am easiesten ist. Ja. Jetzt müsste er, glaube ich, Half-Life oder sowas sein. Da kriegt er seinen Morgenstern. Wo auch immer der jetzt herkommt. Ja. Eigentlich hätte ich ihn selbst damit aufgießen müssen. Warum? Kurz mal warten. Er verteidigt sich damit auch nicht so wirklich, damit er sagen kann, hier komm, ich wirbel damit mal, dass man ja eine andere Strategie entwickeln muss. Wieso lacht die Olle, wenn sie Schaden kriegt? Makes no sense to me. Ja, darum. I don't know. Deswegen verstehe ich den Sinn halt nicht. Was natürlich Sinn gemacht hätte, dass die ihm vielleicht irgendwie heilt. Ja, das macht sie ja, glaube ich, nachher. Also bei meinem Durchspielen hat sie ihn kein einziges Mal geheilt. Okay. Dann habe ich einfach so lange gebraucht. Oh. Ich dachte einfach hier, einfach immer feuerfrei, immer feuerfrei. Und ich glaube, jetzt wisst ihr, warum der halt komplett geskillt wurde von mir. So, ich habe einfach eindeutig zu lang gebraucht. So, das war's auch schon mit dem. Ja, jetzt musst du sie. Ach nee, ja, stimmt. Jetzt müssen wir halt. Weil sonst hielt sie ihn. So. Kurz mal mit Chiller drauf. Wie gesagt, wenn wir Schaden kriegen, kriegen wir halt gerade Schaden. Das juckt halt in dem Moment nicht. So, jetzt sind wir durch. Time, könnte man auch sagen. Nee, also gespeedrunnt hast du es nicht. Nee. Deine Familie hat dich betrogen, Carlos. Stell ein Findelkind über ihr eigen Blut. Solon, geh sofort los und erzähl niemandem von der Reise. Sorge dich nicht, mein König. Ich werde deine Familie informieren, sollte es notwendig sein. Mysteria ist die Verräterin. Sie hat uns beide die ganze Zeit manipuliert. Du bist so gutgläubig, wie dein Vater einst war. Und du? Du hast meinen Vater ermordet. Aber nun werde ich sein Werk beenden. Thank you.
das war Cameo. Hast du die Credits durchgeguckt? Kam nach den Credits was? Oh, keine Ahnung. Ich hab mir nicht die Mühe gemacht. Nee? Ich bin nicht ein Credit-Mensch. Ja, ich auch nicht, aber oftmals kommt danach noch was. Ja, möglich wäre. Keine Ahnung. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns nach den Credits wieder. Ich schneide natürlich raus und mal gucken, ob danach was kommt. Also, bis gleich. Da sind wir. Also, es war von den Credits her jetzt nicht so wirklich berauschend. Also, es war so rein gar nichts, was man da jetzt noch sagen könnte, machen könnte, wie auch immer. Dass es halt irgendwie passt. Beziehungsweise, dass es überhaupt gelohnt hat, irgendwie die Sachen da durchzuziehen, durchzuschauen. Also, ja, gut. Das war Cameo. Elements of Power. So rum war es, ne? Jupp. Ja. Ja, war ein cooles Spiel, gesagt, für mich das zweite Mal durchspielen. Diesmal wirklich mehr oder weniger am Stück. Ja. War halt schon... Ein paar Pausen, aber das halt war jetzt nicht ein Jahr lang genau. Pause. Eben. Und daher bin ich auf jeden Fall mal gespannt. An sich kommt es ja gut an, ist aber natürlich ein Action-Adventure, ist jetzt nicht so, was jetzt auf meinem Kanal typisch ist. Ja, muss man halt mögen, ne, sowas zu gucken. Genau, ist aber trotzdem ein Spiel, ist halt genauso wie ein C12 oder ein Spyro oder sonst irgendwas, was halt auf dem Kanal muss, was nur so teilweise relativ wenig auf YouTube ist. Beispielsweise Rise and Fall, Civilization Reward, aber nicht der einzige, so wo ich damals geguckt habe, deutsche YouTuber, der halt wirklich beide Kampagnen komplett durchgezogen hat. Und hier und da hatte ich ja dann auch nochmal ein bisschen was gemacht, wo ich einer der wenigen bin. Cameo sollte es jetzt auch nicht zu viel Konkurrenz haben. Nee, darum, das sind halt viele Sachen, die dann halt wirklich, ja, einfach gemacht werden müssen, weil es einfach in Vergessenheit geraten würde oder weil sie halt gar nicht so bekannt sind. Der ein oder andere guckt dann ja trotzdem, oh, hey, geil, das Spiel habe ich doch mal selber gespielt und dann muss es halt auf YouTube verewigt werden. Und dazu sind ja auch Let's Plays oder Walkthroughs oder was auch immer, finde ich, da, dass man da Spiele, alte, vor allem alte, ja, unbekannte Juwelen, sag ich jetzt mal, noch mit reinnimmt. Und ja, also auf jeden Fall ein cooles Game. Könnt ihr natürlich über, wenn ihr eine Xbox One, Xbox Series XS habt, über einen Game Pass spielen. Da gibt es einmal Rare Replay. Also einmal beide Varianten. Einmal die normale und einmal diese überarbeitete Version, sag ich jetzt mal, die ein bisschen nochmal aufgefrischt ist, die man jetzt ja auch hat. Wenn man die One oder die XS-Version halt spielt, auch wenn die CD da ist, einfach CD rein. Dann könnt ihr halt, kriegt ihr ein Update und dann habt ihr halt diese, ja, ich sag mal, ne, remastered ist es das nicht, aber die Texturen werden ja ein bisschen aufgefrischt. Genau. Und damit ist es, wie gesagt, durch. Keine Ahnung, wie lange wir jetzt gebraucht haben, bestimmt. Und das können wir ganz schnell mal nachgucken. Solo, normal. Wir haben natürlich auf normal gespielt. Adler. Gut, er hat jetzt... nicht gespeichert. Ich habe halt nicht gespeichert. Das ist natürlich unlucky. Tja, du hast noch mal circa 3 Stunden heute gebraucht. Das ist jetzt gut 6 Stunden. Ja, genau. Damit ist es an sich eine schöne Spielzeit und damit sind wir raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und was als nächstes gibt um 14.30 Uhr, beziehungsweise das Nachfolgeprojekt, ja, schauen wir mal, gucken. Sehen wir dann mal. Genau, ob es ein Koop ist oder ob es diesmal denn, weil nächstes Mal wieder umgetauschte Rollen sind, dass sie spielt, ich mache irgendwas da. Irgendwas wird es sein. Genau, deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren, damit der Kanal wächst, dass man da auch ein bisschen, ja, vielleicht mal was giveawayen kann oder sowas, mal gucken. Wenn es natürlich eine entsprechende Größe ist, dann würde ich sagen, wie gesagt, haut rein, bis nächstes Mal und ciao Leute. Ciao, ciao.